Hallo liebe Pfeifenraucherfreunde, hier ist der Patrick. Wie ihr seht, bin ich im Moment noch im Garten vor meinem Lieblingsbaum. Der hat im Herbst immer so leuchtend rote Farben, eine Ahornart, wunderschön. Ich hab sie, glaube ich, auch schon gezeigt. An meiner Kleidung seht ihr, dass ich bereit bin für einen kleinen Ausflug. Ich muss ein bisschen den Kopf durchlüften. Es ist Mitte Nachmittag, die Sonne ist noch nicht durchgekommen. Es ist eine typische Wetterlage hier, dem Jura-Südfuss entlang, dass man im Herbst sehr viel Hochnebel hat, also keinen Bodennebel, sondern eine Hochnebeldecke auf vielleicht 800 bis 1000 Meter. Und da ist natürlich alles da im Flachen drunter, unter dieser Nebeldecke versteckt, aber oben drüber ist meistens prächtigste Sonne. Deshalb mache ich jetzt eine kleine Tour durch den Jura. Es ist Mitte Nachmittag, es wird nur eine kurze Tour werden. Und heutiges Thema werden meine Maiskolbenpfeifen, und dazu werde ich euch da diese beiden Tabake der Missouri Meerschaum Company noch vorstellen, die ich euch schon mal in einem vorherigen Video gezeigt hatte. Also, bis nachher. Ich wollte euch nur schnell das schöne Wetter zeigen, kaum zwei, drei Dörfer weg von mir. Stahlblauer Himmel, hier die wunderschönen Herbstfarben. Wir sind hier auf einer Strecke, auf einer meiner Haupthausstrecken sozusagen, die ich da immer wieder benutze, wenn ich in den Jura gehe. Und zwar befinden wir hier uns hier auf der Passhöhe des Col de Biechbechtui. Und wie ihr seht, 827 Meter. Das ist ein recht wichtiger Übergang, der eigentlich ziemlich unterschätzt wird, auch in der Schweiz. Es ist halt keiner der spektakulären Alpenpässe, wie der Grimselfurka und so weiter, aber es ist doch ein Pass, der extrem wichtig ist hier, um über den Jura zu kommen. Ich werde dann versuchen, das von zu Hause aus ein bisschen besser und näher zu erklären. So, das ist ein Pass, der übrigens schon von den Römern gebaut wurde. Da weiter vorne sieht man da noch Resten. Mal schauen, ob ich euch da hin mitnehmen kann. Also das ist hier der alte Römerweg. Gesperrt, also nur noch für Velo und Fußgänger, wie man sieht. Hier, und seht ihr nebenan, hat man die neuere Straße gemacht. Sehr eindrückliche Schlucht hier. Ja. Jetzt gehen wir mal da dem alten Römerweg nach und schauen uns dort die Überreste an. Also auch hier, ich weiß nicht, ob das da wirklich gut zur Geltung kommt, hier auf der Kamera eine riesige Schlucht mit Felswänden, hier alles Kalkstein, Jurasandstein, deshalb diese leichte gelbliche Farbe. So, und dann gehen wir weiter auf dem Weg. Ja, hier noch eine recht wilde Ecke, wie man sieht. Und mit dem ganz steilen Felsenaufgang hier. Ja, ein Stück geht es da noch, bis man blauen Himmel sieht. Ja. Das Gestein, der Fels hier, der sieht grau aus. Und sobald man, das ist die Witterung, die das verursacht, sobald man daran ein bisschen weghackt oder schleift oder so, wird der Fels sofort gelb. Das ist Kalkstein. So, ist der Weg wieder. Nehmen wir den wieder. So. Und wie gesagt, oben die neuere Straßenführung. Ja, wie man hier sieht auf dem alten Weg, da ist doch noch ein Stück geteert. Und da sieht man das durch das Laub. Das war nämlich ja lange auch der normale Passübergang, bis dann eben weiter oben die neuere Straßenführung gebaut wurde. Aber die wird jetzt natürlich hier nicht mehr unterhalten, sondern ja, instand gehalten, aber natürlich da nicht mehr für den Verkehr. So, und jetzt schaut ihr das mal an, das war der alte Durchgang hier, den die Römer hier gefunden haben und benutzt haben. Es waren ja wirklich ganz geschickte Architekten,
Die haben auch die Wichtigkeit dieses Überganges erkannt. Das ist nämlich eben der Bechtui-Pass, ein wichtiger Übergang vom Mittelland in den Jura hinein. Damals genauso wichtig wie heute, aber heute eben geht es ein bisschen unter dem Radar durch, weil es eben nicht mithalten kann mit den spektakulären Alpenpässen, die auch touristisch entsprechend gebraucht werden. Und hier ist es halt ein wichtiger Durchgang für die Region, halt, würde ich mal sagen. Aber doch ein recht eindrücklicher, fast natürlicher Felsbogen, der da, man sieht da ein paar Spuren, wie man das da noch herausgehackt hat. Da sieht man so parallele Kratzspuren noch. So sieht das also aus. Ja. So, und jetzt hat man hier noch ein paar so Erklärungen dazu. Da kann ich dann nachher noch etwas dazu sagen. Hier eine nette Feuerstelle. So. Und hier unten, man sieht es natürlich nicht richtig durch die Bäume, wäre das Städtchen Tavannes. Wir sind hier übrigens in der französisch sprechenden Schweiz. Hier seht ihr so die ungefähren die Wanderzeiten, die man hat in die Umgebung. Der Mont Soleil, ja, es blendet hier ziemlich, aber ich glaube, ihr seht es, der Mont Soleil ist hier erwähnt, ja, wenn man zu Fuß wäre, 5 Stunden 40. Aber dort habe ich ja meinen Sommertabak vorgestellt, wenn ihr euch erinnert. So, jetzt noch ein letzter Blick. Hier sind natürlich noch Erklärungstafeln, die da sehr interessant sind. Muss ich sagen, wenn man da für die Geologie auch ein Interesse hat und natürlich aber eben auch für die Geschichte, wie und warum die Römer das gemacht haben. Hier auch noch eine der Tafeln. So, und jetzt noch ein Blick zurück hier, auch eindrücklich. Und dann mache ich meine Runde zu Ende und wir sehen uns dann zu Hause mit meinen Maiskolbenpfeifen. Ach ja, dieses kleine Stück kann ich euch da noch in den Fokus rücken. Das ist noch etwas, was man da gefunden hat von den Römern und das etwas renoviert hat. Darum ist da so ein kleines Dach drüber. So, und dann bis später. Also, wenn wir schon kurz bei Tavannes durchfahren, Tankstopp machen, es ist kein spektakulärer Ort, es ist einfach ein großes Dorf oder ein kleines Städtchen da im beginnenden Jura. Und schaut euch mal dieses Kino an. Das ist das Dorfkino von Tavannes. Also, das ist doch jetzt ein herrlicher Anblick. Ein typischer Art Deco-Bau, den sie erhalten haben. Vielleicht mangels Geld. Das ist ja oft so in diesen etwas ärmeren Gemeinden im Jura. Und die haben das aber prächtig erhalten. Und das dient immer noch als Kino. Jetzt werde ich noch ein paar Aufnahmen machen hier. Ein paar Fotos anhängen, damit ihr da noch ein bisschen einen schöneren Eindruck bekommt. Ja, hier also einen zufälligen
Blick über die Chemin de Fer du Jura. Hier eine Schmalspur-Eisenbahn, die hier durch den Jura fährt. Und ich glaube, die meisten Aktien gehören dem Kanton Neuenburg, Kanton Jura und vielleicht noch ein anderer Kanton zusammen. Also so eine halböffentliche Bahn. Was ich euch eigentlich hier zeigen wollte, ist ganz was anderes. Vorhin beim Berg Bechtui habt ihr die Bäume in ihren schönen Herbstkleidern gesehen. Und jetzt seht ihr, wie da im Jura mit wenig Höhenunterschied schon die Vegetation ändert. Ihr seht hier im Vordergrund links zwar noch so ein Laubbaum, aber je höher man geht, desto weniger werden die Laubbäume. Und ihr seht hier im Hintergrund sind praktisch nur noch Nadelbäume. Und die Laubbäume müssen sich da schon ihren Standort erkämpfen. Ja, ich finde das ganz interessant, wie man da auf relativ kurzer Strecke doch einen interessanten Unterschied in der Vegetation merkt. Ja, das müsst ihr euch doch auch noch angucken. Schaut euch mal, was ich jetzt gerade ins Bild ziehe. Hier das Dorf auf dieser Hochebene, wie romantisch das gelegen ist. Ich würde das ein bisschen reinzoomen. Schaut euch das doch mal an. Wie gesagt, man entdeckt so viele schöne Sachen unterwegs, wenn man die Augen etwas offen hält. Ja, musste ich euch doch auch schnell zeigen. So, jetzt habe ich erstmal Hunger, Kater gefüttert und jetzt werde ich mich füttern. Hier ein Gnagi oder Eisbein, wie man glaube ich in Deutschland sagt, mit weißen Bohnen und Tomatensauce. Und dazu gibt es etwas Leckeres zu trinken. Ich zeige euch das gleich mal. Also zu trinken gibt es da ein Bier im Steingutkrug. Hier, das habe ich mal als Souvenir von München mitgebracht. Und was gibt es? Dieses Bier hier. Heißen tut es Quellfrisch. Von der Appenzeller Bierbrauerei. Ich mag das Bild, das hier drauf ist. Und da gibt es eben die gelbe Dose. Das ist dann naturtrüb, also ungefiltert. Und da gibt es das gleiche Bier, auch Quellfrisch, in der blauen Dose. Das ist dann normal gefiltert. Ist ein Lager, 4,8 Volumenprozent. Ja. Also. Zum Wohl. Also zurück von meinem kleinen Ausfahrt und nun jetzt zu meinen Maiskolbenpfeifen. Ich habe da eine kleine Auslegeordnung gemacht. Die Maiskolbenpfeifen haben mich eigentlich von Anfang an begleitet, als ich begonnen habe, Pfeife zu rauchen. Wie die meisten von euch habe ich mit leichten Aromaten begonnen und habe mich dann dort einfach durchprobiert, bis mir dann irgendwann jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich bei den Bruyère-Pfeifen etwas aufpassen muss, dass die nicht geghostet werden, wie man sagt. Also dass diese leichten Aromaten die Pfeife halt eben ein bisschen, das Aroma zurückbleiben wird in der Pfeife. Und wenn ich dann ständig hin und her rauche von einer Sorte zur anderen, dann wird ein Gemisch dieser Aromen zurückbleiben in den Bruyère-Pfeifen und dass ich dann vielleicht gar nicht mehr einen Tabak richtig einschätzen könne. Also ihr kennt das ja. Jedenfalls fand ich das eine Überlegung wert und deshalb bin ich dann zu diesen Maiskolbenpfeifen gekommen und habe mir gedacht, dann werde ich doch einfach mal in meinen paar wenigen Bruyère-Pfeifen die Tabake rauchen, bei denen ich eher bleibe. Und wenn ich neue einfach ausprobiere, gerade so leichte Aromaten, dann werde ich das in Maiskolbenpfeifen machen, eben um nicht die Bruyère-Pfeifen da mit dem Aroma zuzudecken. Und ich habe da ein bisschen aufgeräumt, ich hatte viel mehr von diesen Pfeifen und viele sind kaputt gegangen oder habe ich fortgeworfen und vor etwa 2 Jahren oder weiß nicht was, wo ich da mal mit so eine Aktion gemacht habe, habe ich da wieder viele weggeworfen und von einigen konnte ich mich dann nicht trennen. Ich spreche jetzt vor allem von diesen dreien hier. Das sind, also von diesen beiden eigentlich, das sind die ältesten, die ich noch habe
Und wie man sieht, ist diese da noch unberaucht. Sie hat zwar viele Macken da, sie ist wahrscheinlich schon ein paar Mal runtergefallen. Hier hat sie Macken, hier und auch hier oben, also voller Macken. Diese da hatte ich noch geraucht, also die sind vielleicht 30 Jahre alt oder ich weiß auch nicht wie alt, jedenfalls habe ich die eben als Erinnerung behalten. Die waren da auch markanter gelb als heutzutage, glaube ich. Sind natürlich beide ungefiltert. Und dann ist viel später, also vielleicht erst vor 5, 6 Jahren oder sowas, ist dann die dazugekommen. Die ist dann auch viel weißlicher, sie ist auch schwerer irgendwie, wie man sieht, auch etwas beraucht. Und was die eben hat, die ist 6 mm gefiltert, eine 6 mm Bohrung und ein schönes Sattelmundstück, finde ich. Ja. Dann habe ich noch mal zu dieser gegriffen, als das aufgekommen ist. Das war auch eher so eine weiße Entiste, wahrscheinlich mit einem Bunsenbrenner so angebrannt worden. Mir gefällt die Form des Fässchens und auch durch dieses Anbrennen hat es eine Farbe, die einem Fass da etwas näher kommt. Auch die hat eine 6 mm Bohrung. Und was ich auch mal probiert habe, das ist aber auch jetzt schon länger her, ist diese Pfeifen, die, also die Missouri Meerschaum Company, einfach Hardwood Pipe nennt, also Hartholzpfeife. Was für Holz das ist, weiß ich nicht, das sagen sie auch nicht. Gut, man könnte es wahrscheinlich herausfinden, aber ist ja egal. Man sieht dann auch hier unten, dass die einen anderen Kleber da drauf hat. Ein anderes Bildchen mit dem Hinweis Hardwood. Und wie man dann an dieser sieht, das ist das, was ich jetzt ein bisschen zu kritisieren habe. Ich habe zwei Punkte zu kritisieren an diesen Maiskolbenpfeifen. Deshalb wollte ich das Video eigentlich auch machen, denn Anfang Jahr haben ja viele von euch die Maiskolbenpfeifen gezeigt und haben die alle überschwänglich gelobt. Und da fand ich das jetzt ein bisschen zu viel gelobt. So eine gute Qualität ist das jetzt nun wirklich nicht. Okay, sie sind sehr billig und von dem her entspricht der billige Preis auch der einfachen Qualität. Aber man kann die natürlich niemals vergleichen mit einer Bruyère-Pfeife. Ich zeige euch jetzt mal, was da ist. Seht ihr? Ja, das ist einfach nur reingesteckt hier. So. Sind die, und dann, wenn ich das wieder zusammendrücke, dann kann ich das ja auch noch rauchen, von dem her. Ist ja nicht total kaputt, aber ja, man sieht das also von der Qualität her, ja, entspricht sie halt einfach dem Preis und da muss man die dort lassen, wo sie hingehören. Nun, noch ein anderer Vorbehalt hatte ich. Ich rede jetzt natürlich von diesen Pfeifen, die jetzt also hier, die ungefilterten hier, die habe ich wahrscheinlich seit 30 Jahren, habe ich die, habe sie auch noch nur als Souvenir behalten. Die hatten einen unangenehmen Geschmack, den sie abgaben. Und ich habe dann ziemlich lange gesucht, was das soll, mit anderen darüber gesprochen und so weiter. Und dann ist ausgekommen, dass der Grund dafür, dieser Kitt war, ihr seht ja, dass die Maiskolben haben ja eigentlich Löcher drinnen, wo die Maiskörner drin sind. Und die werden dann mit einer Masse zugepinselt. Die Masse wird verdünnt und braucht natürlich sehr viel Lösungsmittel. Denn wenn das soll ja die Löcher da füllen und dann nachher hart werden. Und braucht natürlich dann seine Zeit, um auszudünsten, aber von diesem Lösungsmittel konnte ich immer den unangenehmen Geschmack haben beim Rauchen und das hat mich sehr gestört. Es war immer so ein Geschmack nach Farbverdünner, Pinselreiniger, Terpentinöl, so irgendetwas und das hat mich beim Rauchen wirklich gestört und deshalb haben diese Maiskolbenpfeifen bei mir dann eher so ein Randdasein gehabt. Jetzt ist das natürlich eben x Jahre her. Es kann gut sein, dass die das Lösungsmittel seither geändert haben. Die Chemie hat viele Fortschritte gemacht, vielleicht auch in diesem Bereich. Vielleicht haben sie ein Lösungsmittel gefunden, das keinen Geschmack mehr abgibt oder sich nun wirklich verflüchtigt beim Austrocknen.
Also kann das gut sein, dass eure Maiskolbenpfeifen da dieses Problem gar nicht haben und deshalb ist das für euch nie ein Problem gewesen. Für mich war es eins. Und nun habe ich aber etwas Neues entdeckt. Ich weiß nicht, ob es Anfang dieses Jahr war oder noch letztes Jahr. Und zwar habe ich solche gefunden, die naturbelassen sind. Und da sind also die Löcher von den Körnern werden hier nicht gestopft. Die werden hier belassen. Ich weiß nicht, ob das fokussiert. Aber man sieht, es sieht eigentlich aus wie eine rustizierte Pfeife. Ja. Und auch wenn man die in den Händen hält, finde ich, ist das ein ganz, ganz schönes haptisches Erlebnis. Ist ganz angenehm. Es ist so eine raue Oberfläche. Sehr angenehm. Sie raucht sich natürlich dann auch ein bisschen kühler, weil der Kühleffekt durch diese Rippen besser ist. Sind beides 9 mm gefiltert und da habe ich das einfach mal ausprobiert, weil ich mir dachte, wenn die kein Kit dran haben, dann ist vielleicht auch kein Geschmack von Lösungsmittel drin und so weiter. Und das ist genau der Fall. Also von denen bin ich, ja, begeistert wäre dann schon zu viel gesagt, aber ich mag die wirklich, mag die auch rauchen. Ich rauche da diesen Tabak von Missouri Meerschaum drin und auch andere Tabake. Das sind die Pfeifen, die ich am ehesten und am besten empfehlen kann von Missouri Meerschaum, diese naturbelassen. Okay, jetzt noch zu den beiden Tabaken. Habe ich euch auch versprochen, dass ich da noch etwas dazu sage. Da, die werden nicht von der Missouri Meerschaum Company selber gemacht, sondern die Rezepte werden von ihnen gemacht und vergeben. Also macht eine Tabakfirma, macht stellt die her für die Missouri Meerschaum Company. Da gibt es also mal den ersten, der Missouri Pride, erkennbar am braunen Band. Da heißt es, sei ein klassischer American Style Blend mit einer hervorragenden Burley-Qualität und einigen wenigen Virginias dabei und mit einem minimalen Top-Flavoring. Also, das ist auch hier so, ich kann hier eigentlich, kommt dem am nächsten, wenn ich sage, einfach ein Börle-Geschmack. Das ist das, was ich darin erkenne, ein Börle-Geschmack. Und die Aromatisierung kann ich jetzt zwar erkennen, dass irgendein Casing drinnen ist, aber es ist so leicht süßlich. Ja. Und sonst ist es zurückhaltend, ist eigentlich recht angenehm und passt ganz gut zum Tabak. Also das wäre für mich kein Hinderungsgrund, diesen da nicht rauchen zu wollen. Leichter Aromat und auch ein leichter Tabak. Also der ist irgendwo zwischen, ja, ein bisschen mehr als leicht, aber doch einiges weniger als mittelstark. Das zu diesem hier. Ah, der Hersteller, also der Missouri schreibt hier noch, das sei ein Broken Flake. Und das ist also gar nicht der Fall, das kann ich hier gar nicht erkennen. Ich weiß nicht, ob man das Tabaksbild hier sehen kann. Hat mit einem Broken Flake nun gar nichts zu tun. Also ich würde dem nicht mal ein Ready-Rap sagen. Aber ist ja egal. Ein Tabak, den ich mag und auch empfehlen kann. Dann noch zum zweiten, erkennbar am blauen Band, der American Patriot. Das ist mein Favorit der beiden und zwar ist in der Beschreibung steht hier, es sei ein Latakia-basierter Mischtabak. Und es sei verbessert oder gesteigert mit Qualitäts-Virginia und einer exotischen Beigabe von türkischem Smyrna. Smyrna, ein Orientale. Und with just a touch of Burley. Also nur noch ein Hauch Burley sei hier drinnen. Und dann heißt es noch a light top note of Kentucky Bourbon. Also der ist noch leicht aromatisiert mit Bourbon. Allerdings, und das ist jetzt etwas verwirrend, schreiben die hier, es ist eine gute Ergänzung des Aromas, aber es soll beim Rauchen im Geschmack nicht erkennbar sein. Diese Bourbon-Aromatisierung finde ich ein bisschen merkwürdig, aber so beschreiben sie es. Also für mich, ich schreibe mal auf, was ich mir hier in meine Notizen
geschrieben habe. Für mich ist es eine sehr gekonnt zusammengesetzte Mischung der verschiedenen Tabake. Der Latakia ist zwar ständig da, zeigt sich aber von einer sehr sanften, zahmen Seite. Er bildet sozusagen ein weiches Bett und trägt die Mischung. Man erkennt zweifellos den leicht brotigen Virginia, obwohl er vom kräftig würzigen Smyrna zurückgebunden wird. Das sind für mich die Hauptmerkmale des American Patriot, also diese Virginia-Noten und eben die ständig präsente, aber sehr leichte Latakia, der hier eben als Würztabak verwendet wird, und eben der kräftig würzige Smyrna, der ist fast der markanteste Tabak hier drinnen vom Geschmack her. Den Burley kann ich nicht erkennen, aber es heißt ja hier auch nur A Touch of Burley. Und die sehr leichte Aromatisierung mit Bourbon ist nur im Hintergrund als eine alkoholische und leicht süßliche Note erkennbar, passt jedoch ausgezeichnet dazu. Ja, da stehe ich dazu, auch wenn ich kein Aromatenfreund bin. Ich mag diese beiden und der da ist mir sympathisch, weil er eben ein bisschen diesen Latakia hat, auch die Orientalen, die ich sonst mag, da in Form des Smirnas, der hier drinnen ist. Und die Aromatisierung, die leichte, sehr leichte, diese Bourbon-Aromatisierung passt prima. Also das ist ein Tabak, wenn ich den hier in einem Supermarkt finden würde, wäre das ein regelmäßiger Begleiter bei mir. Das steht fest. Also ich kann beide empfehlen. Und damit haben wir das heutige Thema abgehandelt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch auch die Bilder der kurzen Ausfahrt gefallen haben. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns wieder sehen im nächsten Video. Macht's alle gut und tschüss zusammen.